Aus verschiedenen Kommunen haben wir erfahren, dass dort Anträge, eine Resolution zum Freihandelsabkommen TTIP oder CETA zu fassen, nicht zur Diskussion zugelassen worden sind. Die Bürgermeister haben das da von der Tagesordnung genommen mit dem Hinweis, das wäre internationale Politik und das wäre nicht Sache der Kommune. Dann haben wir gesagt, das ist ein bisschen komisch, das darf eigentlich so nicht sein. Dann haben wir das hier mal zum Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Kommunalpolitik gemacht und den Minister halt gefragt, wie er das denn sieht, weil das muss doch möglich sein. Und heute haben wir die Bestätigung bekommen, ja, natürlich kann auch in der Kommune über TTIP und andere Freihandelsabkommen gesprochen werden. Es muss natürlich ein lokaler Bezug da sein, der ist aber ganz sicher bei CETA und TTIP gegeben, weil da geht es ganz schnell um die Gemeinde selber, um kommunale Daseinsvorsorge, die Wasserwerke und all diese Dinge. Das heißt, ich denke, unsere Vertreter in den Kommunalparlamenten werden den Lokalbezug sehr gut herstellen können und wie gesagt, seit heute ist bestätigt, es hat auch einen Erlass gegeben, der heute rausgekommen ist. Es darf über TTIP auch in der Kommune gesprochen werden und es dürfen auch Resolutionen erlassen werden. Dem Lieb-Tagesordnungspunkt im Innenausschuss wollten wir vom Minister wissen, ob es eine Einflussnahme gegeben hat. Der Hintergrund ist, Lieb e.V. Deutschland sollte der Polizeipräsident Münster den Vorsitz übernehmen. Das wurde ihm nach unserer Auskunft verboten und dazu wollten wir den Minister befragen, ob er selber das angeordnet hat. Da er heute nicht da war in der Ausschusssitzung, sondern in der Innenministerkonferenz, haben wir den Tagesordnungspunkt auf die nächste Sitzung im Januar verschoben. Heute ist die Innenministerkonferenz zu Ende gegangen. Ein Schwerpunkt da war das Thema Fußball, Intensivtäterfußball genannt. Man möchte jetzt gerne die Gewalttäter, die man da vermutet, überall bei der Fußballfanszene, die möchte man jetzt jeweils mit einem extra Ermittler verfolgen, quer durch die Republik, und die soll dann immer demselben Richter vorgeführt werden. Ich weiß, man hat keine Zahl genannt. Ich denke mal, es sind eine Handvoll Menschen, denen man unterstellt, dass sie hier ständig Gewalttaten verüben. Wahrscheinlich wissen aber die Minister selber noch nicht so richtig, wer das dann eigentlich sein wird. Wir finden, das ist also ein völlig daneben das Konzept. Da wird wahrscheinlich wieder eine eigene Datei dafür notwendig sein, um die erstmal zu erfassen und zu verfolgen. Wir werden uns das in der nächsten Sitzung des Innenausschusses ganz genau erklären lassen, was sie da vorhaben und wahrscheinlich dazu auch ganz intensive Diskussionen haben, weil vom Gedankengang ist es so abwegig, wie nur irgendwas abwegig sein kann. Im Innenausschuss diese Woche hatten wir unseren Antrag keine Zeltstätte in Nordrhein-Westfalen. Der stand zur Beratung und Abstimmung an. Um es vorwegzunehmen, der ist abgelehnt worden. Allerdings mit der Begründung, dass das, was da drin stand, was gefordert wurde, ja alles schon gemacht wurde. Finde ich immer eine sehr spannende Ablehnung, weil das heißt ja, dass wir das Richtige gefordert haben und man das halt schon gemacht hat, bevor jetzt der Antrag final abgestimmt wurde. Unabhängig davon, alles ist da noch nicht gemacht worden. Wir haben den Antrag gestellt im Sommer, als die Situation offensichtlich war, dass Flüchtlinge in den Kommunen nicht mehr vernünftig untergebracht werden konnten. Duisburg anfing, eine Zeltstadt aufzubauen. Und da haben wir halt mit dem Antrag hier ordentlich Tamtam gemacht, auf Deutsch gesagt, um das Problem halt klarer zu machen. Und wie gesagt, Erfolg ist von dem Antrag, dass es bis heute keine Zeltstätte in Nordrhein-Westfalen gibt. Und wir ganz intensiv in den Ausschusssitzungen halt uns berichten lassen und das Ministerium jetzt ganz intensiv immer dabei ist, auch hinzugucken, was passiert lokal und überhaupt erstmal festzustellen, wo sie eingreifen müssen. Das ist, denke ich mal, etwas, was man diesem Antrag zuschreiben kann. Trotzdem ist er abgelehnt worden. Das ist halt so, wenn man als Opposition einen Antrag stellt. Der Antrag ist über ein Jahr alt, wurde intensiv beraten im Mai in einer großen Anhörung mit vielen Experten, die uns stark bestätigt haben, dass wir wichtige und richtige Dinge in dem Antrag
fordern unter anderem die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen, also weg von den Massenunterkünften, die große Probleme bereiten, wenn sie zu voll sind. Und auch die Definition von Mindeststandards für die Unterbringung wird da gefordert, menschenwürdige Behandlung. Wir kennen leider immer wieder Bilder von verschimmelten Baracken, also davon müssen wir weg. Das war der Sinn des Antrags, wurde im Ausschuss beraten, dem Ergebnis Neukonzeption der Flüchtlingsunterbringung wurde abgelehnt. Fun Fact dabei, eine Stunde später gibt es einen Anruf vom Innenminister. Er lädt ein, zu einem runden Tisch Neukonzeption der Flüchtlingsunterbringung in Nordrhein-Westfalen zu besprechen. Da haben wir natürlich zugesagt und werden uns mit unseren Ideen einbringen. Wir hatten am Montag hier in Düsseldorf einen Aufruf zu einer Demonstration. 2000 Leute waren erwartet worden, hieß es. Es sind, ich glaube, gerade mal 200, 300 gekommen. Die Gegendemonstration dazu war dreimal so groß. Die ganze Fraktion der Piraten hat daran teilgenommen. Ich denke, das war ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, was wir hier gesetzt haben, was Düsseldorf gesetzt hat. Auf der Innenministerkonferenz wurde ebenfalls darüber geredet und kam der Hinweis, dass man sich genau die Veranstalter jeweils angucken sollte. Das ist nicht verkehrt, aber gleichzeitig finde ich, dass auch die Innenminister ein bisschen aufpassen sollten, nicht so viel von der Radikalisierung der Muslime reden. Die findet nämlich so stark, wie sie es dramatisieren, auch nicht statt. Aber sie liefern unserer Meinung nach viel Futter wiederum an die Leute, die Pegida organisieren, dagegen halt zu reden. Und das ist nicht gesund.